Das Sanrenmu Minimesser. Ein Mini-EDC, ja, im Spyderco-Style. Wenn ihr interessiert, was das Messer kann, dann bleibt dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Problemskund. Schön, dass du dabei bist. Sanrenmu Minimesser, ich glaube 60-20 heißt dieses Teil. Bin mir da aber jetzt nicht ganz sicher. Link zu dem Produkt findest du unten im Beschreibungstext. Und ja, so schaut es aus. Das ist ein kleines Minimesser, ein EDC, ein Everyday Carry. Und natürlich fällt dir sicher auf, dass es einen gewissen Spyderco-Look hat. Es ist nicht 1:1 nachgebaut, es steht auch nicht Spyderco drauf, aber es lehnt sich halt sehr stark daran an. Ja? Und wenn dir das nicht gefällt, wenn du sagst, okay, das taugt dir nicht und du willst das originale Spyderco, dann mach das. Und wenn du sagst, okay, ich bin auch einverstanden damit, dass ich einen Sanrenmu zu einem günstigen Preis habe, ja, dann ist das auch okay. Aber was kann das Messer? Das Messer ist kein feststehendes Messer, also es gibt keinen Verriegelungsmechanismus, keinen wirklichen. Und ja, für das ist es aber auch nicht gemacht. Also du willst ja keinen Baum damit fällen, schätze ich jetzt mal. Und es ist im Einhandmechanismus, ja, aber das ist wirklich ein Chaos. Also da muss ich dazu sagen, also da ist das so ein kleines Loch zum Aber. Das hätten sie sich sparen können, denn das funktioniert nicht wirklich gescheit. Was meiner Meinung nach sehr gut gelöst ist, weil ich habe das Messer jetzt schon einige Zeit als EDC im Einsatz, dass man da vorne reingreifen kann, die Klinge dadurch ganz weit vorne anpacken kann. Und das Messer ist, das muss ich auch sagen, für die Größe, gut, die Größe eines Messers sagt ja nichts über die Schärfe aus der Klinge. Ja, es ist wirklich ein Schneidteufel. Ja. Also es beißt sich wirklich sehr schön rein. Und ja, was will man mehr? Wenn du eine kleine Klinge haben willst, ja, die ganz einfach ja, da ist. Und eine ordentliche Spitze, mit der du auch zum Beispiel beim Pakete aufschneiden, aber bitte aufpasst, dass du nicht so tief reingehst, ja. Ja, zum Beispiel arbeiten willst, dann ist das sehr, sehr fein. Ich gehe mal davon aus, dass es in Deutschland unter das Trageverbot gilt, weil es ja von der Bauart her ein Einhand, es ist aber wirklich, ja, aber es geht. Ist einfach so, hier in Österreich, bei uns ist das egal. Und hier hinten noch ein wie du siehst, ein kleiner Flaschenöffner eingebaut. Ja, wer das braucht, ist okay. Und man könnte auch ein Bandal durchstecken. Die Frage ist, macht es, ist es wertvoll, ist es wertig, ist es den Preis wert? Ja, definitiv. Der Griff ist auch aus Edelstahl, schätze ich jetzt mal. Und sehr stabil, sehr robust. Und als kleines Messer zum Wurstschneiden, zum Semmel aufschneiden, zum Brotschneiden, ja, ja, kleines Brotschneiden, ja, absolut in Ordnung. Für die Kleinigkeiten irgendwas zu teilen, echt, echt toll. Und auch von der Schärfe her, echt fett. Ich will über so ein kleines Messer nicht viele Worte verlieren. Daher lasse ich es jetzt. Ich kann es dir hundertprozentig empfehlen und mag dir um einen Kommentar bitten. Hast du dieses kleine Teil im Einsatz? Hast du vielleicht das Spyderco, das Original, auch im Einsatz? Oder vielleicht beide, weil das Original Spyderco, das habe ich noch nicht. Das muss ich mal irgendwann einmal checken, aber egal. Und schreib uns einen Kommentar, wie du das siehst. Das wäre sehr, sehr fein. Link zum Produkt findest du unten. Abo, wenn es das erste Mal hier bist. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Dein Reini Rossmann hat mir taugt, dass du dabei bist. Und ja, für alle, die sich fragen, der Fuchsia, der ist auch dabei. Bis bald. Ciao.